Und da bin ich wieder. Wir sind in Albany. Hier geht die Mission weiter. Und das Aufnahmeprogramm hat gerade ein Problem mit sich selbst und seiner Existenz gehabt. Mist. Wo ist denn der Fuchs hin? Where's the fox now? Quiek rechts? Quiek ist weg. Der Fuchs ist schneller als ich. Dunkle Magie, versperr mir den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. So, jetzt soll ich mal los sein. Weiß nicht, ob ich das auf Platin spiele. Woran sehe ich das, dass ich das auf Platin spiele? Ich mag Shay nicht. Der Charakter ist gar kein Spieler. Das ist irgendwie... Der fühlt sich nicht an wie ein Assassine. Kriegsbrief. Ach, da ist wieder ein Fuchs. Kann ich den Fuchs erwürgen mit Wurfpfeilen? Ne, wahrscheinlich nicht. Ich habe ihn doch gerade irgendwo noch gesehen, da hinten. Jetzt ist er wieder weg. Das Spiel speichert. Warnung, Sperrgebiet. You there, stop now. Nö. Keine Zeit zum Stoppen. Ach, ich muss anonym werden. Stop. Mir ist kalt. So, gib mir eure Mun her. Dann kann ich nämlich looten. Neue Cheat freigeschaltet. Genau, so sieht's aus. Was ist das für ein Cheat? Stärkung. Optionen. Wo ist der Cheat? Das ist auch noch eine Frage. Sind die Cheats Shay-Verbesserung? Ne. Da sind sie. Unsterblich. Dieser Cheat aktiviert den Gott-Modus. Shay und Dämonen nehmen keinen Schaden. Nach Aktivierung wird der Spielstand nicht mehr gespeichert. LOL. Da wollen wir es lieber nicht aktivieren. Dieser Cheat verleiht Shay und der Morrigan unendliche Munitionsreserven. Sie müssen nicht mehr nachladen. Die Aktivierung wird der Spielstand nicht mehr gespeichert. Also mit anderen Worten, man kann einfach mal richtig krass einen rauscheaten. Aber das wollen wir nicht. Meister Washington, ich bin nicht sonderlich erfreut über die spärlichen Resultate, die aus den Kolonien kommen. Ich habe andere Agenten rund um den Globus, die unermüdlich nach Edensplitter suchen, während ihr und euer zusammengewürfelter Haufen damit beschäftigt seid, einen Postdienst aufzubauen. Überdies ist mir zu Ohren gekommen, dass eine Bruderschaft Assassinen irgendwo außerhalb von New York Wurzeln geschlagen hat. Das geht ganz einfach nicht.
Ich treffe gerade Vorbereitung, einen meiner Agenten in die Kolonien zu senden. Er heißt George Monroe. Zwar ist er euch in jeder Hinsicht überlegen, wird euch aber unterstellt sein, da ihr der Experte in diesem Teil der Welt seid. Jedoch wird er kommen, um eure Probleme zu lösen, also setzt ihn entsprechend ein. Haltet euch für weitere Anweisungen bereit. Möge euch der Vater des Verstehens leiten. Virginia Birch, Torrey, Frankreich. Oh, magnifique. Ich kann kein Französisch sprechen. Deswegen kann ich keine Wörter aussprechen. Hier jetzt irgendwelche französischen Wörter einsetzen, die hier irgendwelchen Sinn machen jetzt. So. Oh ja, es lief doch ganz gut hier. Halt, zurück. Du musst da hoch. Ich sagte, du musst da hoch. Komm ich denn da hoch? Ach so, einfach A drücken. Und wie springe ich? Mist. Wie kann ich einfach so springen? Das geht doch irgendwie, oder? Ich muss nur einmal hochspringen. Wie kann ich einfach auf dem Stand hochspringen? Wie geht denn das? Soweit ich weiß, konnte der Ezio das noch. Super. Gut, dann kriege ich den halt nicht. Gibt mir nicht die Mittel dazu. Dann werden wir keinen 100% Run machen. Der ist jetzt schon fast passé. Das funktioniert einfach nicht. Vom Haus rüber. Vom Haus aus. Ist die Maus raus. Mann, hat mich das Licht gerade links irritiert. Bling. So, das war der nächste. Auf zum nächsten. Können mal hier den Aussichtspunkt nehmen. Dann sehe ich auch vor allem die Karte. Das macht ein bisschen Sinn. Ah, diese Kirchen wieder. Aber es ist doch sehr, sehr gut, dass die Ich-gehe-rauf-Animation schneller ist. Im Gegensatz zu früher, ne? Früher hat das immer ewig gedauert, bis du irgendwo ganz oben warst. Ein Shanty. Falsche Richtung.
Oh shit, das hättest du geschafft. Nein, du bist einfach daneben gesprungen. Was ist das denn gerade? Okay, so geht's auch. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, also ich bin keine Bibliothek hier. Ich gehe mal zum anderen Shanty und das andere Shanty dann wieder zurückladen kann. Oh, diese Scheiß. Ey, der Spielsound ist leise, ne? Für mich zu leise, fast schon. Aber dieses Gekläffe ist laut, ne? Das Gekläffe ist Sprachlautstärke oder was? Machen wir das mal ein Stück lauter, bitte. Wenn es zu laut ist, bitte wieder, bitte erneut sagen. Das ist zu laut. Ja. Yes. Den hätten wir. Das sind, glaube ich, die gleichen Lieder. Liefert Johnny gab es auch im ersten. You shall not pass! Okay. So, das muss jetzt mittlerweile da sein. Ja, dachte ich mir. Also, das hätte ich fast gekriegt. Die Hitbox von dem Shanty ist nicht groß. Ist groß. Von daher ist es zu bekommen. Ah, toll. Genau da musst du nicht hinspringen. So, go. Und zack. Und auch dieses Shanty ist unser. Wir haben zwei neue Lieder in unserer Playlist hinzugefügt. Johnny Poker. Ist hoffentlich nicht. Das Scheißlied, was ich meine. Ich hoffe, ich habe nicht die Pest auf die Welt losgelassen. Welcome. Do come in. Hast du... Warum kann ich Mon... Ach, Cormac heiße ich. Gut. Gut zu wissen. Warum kann ich Monturen nicht nutzen? Ich muss wirklich in der Mission vorankommen. Farewell. Good day. Ich kann die Monturen erst benutzen, wenn ich irgendwie die erste Verkleidung nutzen soll. Kann ich mir zumindest vorstellen. So. Ja, die ersten Gegner treffen schon wieder auf mich. Was? Der eine hat überlebt? Wie hat der eine denn überlebt? Millimeter an mir vorbeigelaufen. So. Ja, ich möchte schon alles haben, also das ist ganz wichtig. Und auch wichtig ist immer die Kapuze hoch und runter zu machen. Man könnte ja was erkennen. Alter, ein Vogelschwarm. Sieht man auch nicht oft. In Spielen. Oh, hier gibt's Hasen. Komm Leute, ich zeige euch den richtigen Hasen. Der ist hinter uns. Muss wieder darauf. Magnetosphäre.
Gesundheit. Oh, Gesundheit 1! Die Schutzausrüstung steigert direkt mal um die Hälfte mehr. Um 25%. Gut, das hätten wir. Jetzt brauche ich Polarhasenfell und Fell eines kanadischen Luchses. Aber es ist schon mal gut, dass ich das habe. Braucht bestimmt mehr Hasen. Ich werde also auch. Ich werde mal noch ein paar mehr umlegen. Ach, da hat der Hase mich ausgetrickst. Er ist einfach hat eine Fullbremsung gemacht. Wo ist er hin? Der ist einfach weg. Krass, hat mich ausgetrickst. Der hat eine Vollbremsung hingelegt, da war er weg. Nicht schlecht. So, den habe ich. Den anderen will ich auch noch haben. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Wo ist denn der? Ha, auch wieder weg. Ne, da ist er. So, meins. Für mich ist es Rohstoff. Das ist nur ein Haufen Skript. Ruhe! Eins. So. Gutes Stück geschafft. Komm noch die Truhe. Wobei wir da fast wahrscheinlich noch hin können. Oder reinkommen. Wir machen einfach die übliche Assassin's Creed-Logik. Wir gehen einfach rein, metzen alles nieder und holen uns die Truhen und das Fragment und gehen wieder raus und sind unentdeckt. Klettern wir die ganze Wand einfach hoch. Krass, wenn der Gegner so weit schießen kann, ne? Aber ich nicht. Da ist die Truhe. Sonst ist ja auch nichts da. Oh, das hat Schaden gemacht. Naja. Jetzt war ja nichts ist. Stop there, you. Mist. Clear shot. Hallo, wo ist meine Waffe? Hat er einfach die Waffe nicht angezogen? Frechheit. Da war ein Fragment, da springt man wahrscheinlich von außen runter. Wo ist die Truhe? Ist die da oben oder unten? Scheint unten zu sein. Stell ihn nicht so an. Scheiße, die ist ganz unten, ne? Oh, verdammt. Den ganzen Weg nach unten. Gehen wir gleich wieder hoch. Aber hier scheint eine Abkürzung zu sein, nach oben. Also nicht so schlimm. So, 5 von 6 Truhen. Liebe Game-Logik. Hallo. Ach, wir hoffen mit den Mikrostocken hier. So. Zack. Weiß nicht, ob der Rechner irgendwie
ein Kühlmittelproblem hat oder so. Aber wenn das hat, dann lasse ich jetzt mehr Luft rein. So. Das hört man vielleicht ein ganz, ganz bisschen. Aber wahrscheinlich auch nicht bei dem ganzen Spielhintergrundrauschen. Machen die Hauptventilatoren, die machen, werden jetzt ein bisschen lauter. Und dann zieht mehr Luft rein. Sinkt. Boah. Das Innenleben bestimmt um fast 10 Grad. Naja, 5 Grad. Wollen wir nicht sparsam sein hier. Aber 5 Grad sind 5 Grad. Das ist ein Unterschied, ob eine Grafikkarte 70 Grad ist oder 60. So. Hey, wir sind fertig. Wir können fast die Mission machen da hinten. Aber leider werdet ihr das nicht mehr erleben. So, wie komme ich am besten darüber? Ah, oh, rechts rum. Ja, ist gut. Töte ihn mal schneller, bitte. Ich hab keine Zeit. Ja, los. Hoch. Ja, gut, dann geh rechts rum. Och, er möchte nicht unbedingt da durch, das ist... Ich werde gezwungen, hier lang zu gehen. Darf ich da auch irgendwann raus? Geh ich halt da lang. Will die sofort angreifen, krass. Diese Aktivität freizuschalten. Welche Aktivität? Da war noch nichts. Schnellreise. Und da ist eine Schriftrolle. Die nehme ich mit. So ist richtig. Wie so ein Sportlehrer. Das ist eine Schatzkarte. Okay. Die werden schwierig, glaube ich, bei diesen zerklüfteten. Ach, das ist ein Templer-Gebiet. Hier ein Assassin-Gebiet. Das wird schwierig auf jeden Fall. Das soweit alles zu finden. Aber ich lasse mich überraschen. Das runter. So. Die letzte Truhe. Bam. Und wir haben alles, was wir sammeln konnten.